Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Okay, und ich bin jetzt woanders gespawnt, wie bevor ich die Aufnahme beendet habe. Wo waren wir denn? Irgendwo da hinten. Ja, dann rennen wir kurz dahin. Oh, darf ich jetzt ganz dahin drehen? Ach, wir waren, glaube ich, hier. Hier waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Okay. Und ich darf jetzt wieder dahin drehen und schauen wir mal kurz. Wir haben ja Hauptmission direkt am Boot dran, okay. Bin ich mal gespannt, was es sein könnte. Wow! Alles klar. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass das so ein scheiß Stein war. Ich habe schon gedacht, warum springt er nicht mit dem Kopf heraus? Der Junge war schlau, oder auch nicht. Ah! Perfekt! Hier wollte ich ja hin. Jo, servus Kollege, die harte Tour. Ich bin über die harte Tour hierher gekommen, genau. Der Typ hat vollkommen recht. Ich soll mit dem Schiff dahin. Ach so, ne. Ach, ich habe gerade falsch gedacht. Sorry, Leute, vergesst, was ich gesagt habe. So, der Aquila muss auf Martha's Vineyard mit Kanonen und entsprechenden Kanonenmeistern ausgestattet werden. Diese maritime Mission starten. Maritime Mission starten. Ja, alles klar. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Holt das Graussäglein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Das Schiff ist ja richtig lebendig. Mal denn die ganzen Leute aufgetrieben. Das Ruder übernehmen. Oh, sehr cool. Alle Segel straff und gespannt, Sir. Nimm das Ruder. Ist ja auch mal geil. Na komm, mach schon. Sie weiß nicht. Hi, Captain. So, Captain Connors. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. So, okay. Halbes Segel. Halbes Segel setzen. Alles klar, ich muss aber hier. Ah, die Akia fliegt wieder. Fühlst du okay. Das, Junge? Ist ja auch mal geil. Ich muss nur aufpassen, hier sind Rechtsklippen. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Ja, wir wollen sie ja. Ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. So, volles Segel. Ich muss aufpassen, weil hier sind ein paar Klippen. Wir wollen ja nicht hier die Jetzt Titanic mal volles Segel. Nachmachen hier. Volles Segel! So, der Typ, der lenkt der so ein bisschen ab. Sich bald. Sei wachsam, wow! Höhige Winde sind schwer zu meistern. Okay. Ach so, das ist die Windrichtung. Ich habe gedacht, wir müssen. Weniger Knoten! Halbes Segel! Halbes Segel! Ah, jetzt verstehe ich's. Ich habe gedacht, wir müssen dem grünen Korridor da folgen auf der Map, aber das ist ja nur der Wind. Der Wind hat ganz schön schnell gedreht. So, jetzt nehmen wir ein bisschen so nach links lenken. Ist das eigentlich gar nicht so schwer. Kann man sie relativ gerade aushalten, aber immer eine schöne Ruderarbeit hier. Okay, der Wind wird langsam schwächer. Ah. Jetzt sieht es gut aus, wir haben ein bisschen Rückenwind. Jetzt! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst.
Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbes Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Jo, ich fahre ja gerade eben mit halbem Segel. Jo, ich muss nur aufpassen, weil da vorne ist halt auch noch ein Schiff. Volles Segel! Dann machen wir die Segel auf. Volles Segel! Ein bisschen Gas geben. Ich werde nur aufpassen, nicht, dass wir den einen irgendwie von hinten rammen. Pass auf die Schiffe auf! Jo. Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Ganz ruhig. So, wir fahren da links rum, nicht den einen hinterher. So, passt es doch ganz gut. Ah, wir können hier noch so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen rauszoomen. Ein bisschen nach hinten drücken. Rechts, links, können wir schauen. Jo. Kreuzwinde! Runter auf halbes Segel! Halbes Segel! Ich will wieder hier ein paar Segel einfahren lassen. Schon richtig übel, wie halt der Wind immer so schlagartig sich wendet. Ist doch ein bisschen krass. Einfach so plötzlich so BÄM! Kommt der aus der anderen Richtung. So, am Pier andocken. Okay, das dürfen wir auch noch machen. Schauen wir mal hier, okay. Häuser! Hier sind bald da. Jo, die Kamera sollte mal wieder ein bisschen hier nach rechts schwenken. Nicht, weil dass ich dem einen da irgendwie hinten reinfahre. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Weniger Fahrt, Segel streichern! Sofort Segel einholen! Sehr gut. Der sagt mir, wenn ich das machen muss. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Birkia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Oh ja, langsam wird es interessant. Sind ja schon ganz schön viele Kanonen da. Schöner Tag zum Segeln. Oh ja, vor allem mit Kanonen an Bord. Straff das Vorsegel! So, wo geht's hin?
zum Schiffswrack segeln. Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Nein, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. So, für weitere? Das hört sich auch sehr interessant an. Können wir auch noch das Schiff upgraden und so. Halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen Sie auf unsere Breitseite. Alles einholen! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. So, alles klar. Das heißt, eins halten und loslassen. Bereit zum Feuern! Feuer! Schmeckt euch das? Ah, okay. Tragt sie voll! Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Feuern! Auf meinen Befehl! Und Feuer! Feuer! Hab noch Pulver geladen! Gut! Jetzt probier mal die Drehmaschen, sind genauer! Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! So, okay, einmal genauer. Ah, das ist also L1. Okay, die schwenken so und. Ja, perfekt. Nicht schlecht für ein Frischling-Captain. Du lernst aber schnell. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See. Wir machen noch einen echten Seemann aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Jo, dann geht's mal los. Gebt mir alles. Vollen Segel, alles Segel. Alle Segel! Wir fahren Richtung offenes Meer. Wir werden ja wohl groß keine Klippen oder Steine oder sonst was kommen. Außer vielleicht ein paar Schiffe, aber die können wir mit unseren Kanonen easy wegknallen. Kanonenboote kommen! Oh, alles klar. Warum schießen die auf uns? Ich würde mal sagen, Piraten. Such's dir aus. Was sollen wir tun? Ach, sehr nice. Für die Aquila! Wer nutzt die Drehbassen, Captain? Nee, warte, ich mach mal. Oh! Scheiße, ist er da getroffen. Direkt! Halbes Segel! Halbes Segel! Und Feuer! So, sehr nice. Ein halben Segel kann man natürlich ein bisschen schneller wenden. Und hier sollte man ein bisschen weiter nach vorne zielen. Ah, come on. Warte noch, warte noch. Und Breitseite jetzt! Ihr seid ganz tot von mir! Nachladen! Bereit! Englische Fregatte! Ich erfahre noch ein! Wo und alles in der Welt kommt die denn her? So. Okay. Deckung. So. Ich dachte, wir müssen mit dem Schiff in Deckung gehen. So, wo geht es hin? Auf mein Zeichen! Und Feuer! Das war ein wildes Manöver. Jetzt konnten sie gerade nicht schießen. Nach mir! Warte mal. Und. Bereit machen! Feuer! Nochmal. Oh, da ist was explodiert, aber die fährt immer noch. Das Schiff wird langsam. So, wann sind meine Kanonen wieder bereit? Jetzt wieder. Breitseite abgeben! Gleich noch die Schwassen hinterher. Feuer! Was machen die von Manöver? Bereit machen, Jungs! Ich glaube, das wird noch nichts. Oh, 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 das war. Ah! Was ist da nicht? Yo! Habe ich auch gerade gemerkt. Ja, wir sind gerade ein bisschen blöd hier. Komm, weiter schwenken. Jetzt sind wir wieder an der Reihe. Okay.
Okay, das wird ein bisschen eng. So, wieder in Deckung. Ich will einen Schaden! In Deckung! Ich glaube, das macht wohl. Ah, das macht nicht so viel Schaden, wenn man in Deckung geht. Na, come on. Das scheiß Schiffchen nicht kaputt. Komm. Feuer frei! Ah, sehr schön. Puh. Aber unser Schiff ist auch ganz schön beschädigt. Deshalb sollten wir nur schnell nach Hause.